Apple Charts, Justin Bieber und Kid Laroi vorne. The Kid Laroi, 19, und Justin Bieber, 28, stehen 2022 in den globalen Apple Streaming Charts mit ihrem gemeinsamen Song Stay auf Platz 1. Die Nummer wurde im Sommer 2021 veröffentlicht, hielt sich 51 Tage lang an der Spitze der weltweiten Top 100 und überzeugte auch 2022. Der Track erreichte in 69 Ländern und Regionen weltweit den ersten Platz. Der britische Superstar Harry Styles, 28, ordnete sich in den diesjährigen Streaming-Charts mit As It Was auf Platz 2 ein. Dritter wurden Future, 39, featuring Drake, 36, und Tems, 27, mit Wait For U. Cold Heart, Now Remix, von Elton John, 75, and Dua Lipa, 27, wurde 2022 am häufigsten über die Charts am App gesucht. Heat Waves von Glass Animals lag auf Platz 2 der Charts am Charts, As It Was von Harry Styles auf der 3. Der britische Singer-Songwriter Ed Sheeran, 32, wurde von den Apple Music-Hörern 2022 in Deutschland favorisiert. Mit Shivers erreicht der 32-Jährige hierzulande die Spitzenposition. Platz 2 geht an Where Are You Now von Lost Frequencies und Callum Scott, 34. Auf Rang 3 sind Elton John und Dua Lipa mit Cold Heart, Now Remix, zu finden. In der Schweiz lag ebenfalls Sheerans Shivers ganz vorne, bei den österreichischen Nachbarn lief die US-Sängerin Gaile mit Abdifur am häufigsten. Zum Künstler des Jahres 2022 ernannte Apple Music den puerto-ricanischen Reggaeton-Sänger Bad Bunny, 28. Der mit Uenfa Anno Sinti das erfolgreichste Album des Jahres vorlegte. Er ist der erste lateinamerikanische Künstler, dem das gelingt. Nur 4 Monate nach seiner Veröffentlichung war seine Platte gemessen an den Streams bereits das erfolgreichste Latin-Album aller Zeiten und brach alle Rekorde.